Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Resident Evil Village mit Paxis. Ah, wir müssen dann da drauf. Ah, okay, jetzt kann ich mir schon vorstellen, wie der Endkampf. Okay. Metallpolymerverbot? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Oh mein Gott, ja. Rechts halten plus links halten, Geschütze abfeuern. Links ist Maschinengewehr, Space ist blocken. Was ist blocken? Okay. Und wir haben von beiden unendlich Schuss. Sehr gut. Oh, ja. Das sieht ja mal richtig geil aus. Kommt einfach alle zu mir. Kommt einfach alle zu mir. Oh nein. Oh, wir haben es verpasst. Da war so ein Bock, den wir verpasst haben. Was lädt denn? Ach so, das Geschütz. Wir können nicht dauerhaft mit dem krassen Ding schießen. Geschütz benötigt Zeit zum Nachladen, das macht nichts. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du. Dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echte Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Geht's los, Papa, gut? Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Streng dich an. Zeig mir, was du drauf hast. So gefällt dir das! Du musst dir schon was Besseres überlegen! Hey, hier drin! Mehr! Gib mir mehr! Hey! Unterschätze nie die Liebe eines Partners, ne? Fuck, wo bin ich denn? Stirb, als würdest du nicht mehr. Danke fürs Warten! Ich liebe. Hast du Spaß? Verneige dich vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesen verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Scheiße. Beeindruckt. All die Jahre unter der Wuppel dieser Schlange. War nicht leicht, weißt du. Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Dein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Oh, nicht aufgeben! Hey! Komm! Das hat wehgetan. Und ich zertiefen. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Besonders schlau. Ich hab genug von dir. Oh.
Nein! Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichser um! Aber erst zu dir! Beeindruckt? Fuck! Jetzt wird's ernst, Ethan! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht? Fuck! Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goli! Wie soll man denn den jetzt platt machen? Das ist Ethan gegen die Apokalypse! Hast du Spaß? Explosivgeschoss braucht Kraut? Was ist überhaupt denn das Kraut? Oh, das ist ja blöd. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Komm schon! Zu schade, ich bin dein Anführer! Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Nein, was für Reife den Schrottplatz. Was haben wir jetzt bekommen? Oh. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt.
Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Sie war also die Krähen, vielleicht war sie auch die Hexe. Ich weiß es nicht, ob es die Hexe nochmal einzeln gibt und sie das jetzt nur so getan hat, wenn sie die gewesen wäre, aber wahrscheinlich war sie auch die Hexe. Und hat uns halt beobachtet und mit uns geredet. Ich habe keine Ahnung, aber krass. Und was für ein geiler Bossfight. Beste Bossfight ever. Auch wenn ich ihn recht leicht fand. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger! Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Können wir kurz mal pausieren und klären, dass Ethan Winters gestorben ist? Also unser Hauptcharakter? Hallo, wie... Ich bin gerade so unfassbar geflecht von dem Spiel, dass ich wirklich drüber nachdenke, ob es vielleicht nicht doch... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ob es vielleicht nicht doch besser ist als The Evil Within. Alter, jetzt spielen wir mit Chris Redfield weiter. Was? Ich hoffe nur, dass Rose... Was haben denn wir für Waffen? Handgranate, kein Zugriff, Taschenlampe. Okay, krass.
Karambit. Ein nahkampfunübertroffenes Kampfmesser. Ein markantes Kampfmesser mit leicht gebogener Klinge. Im Nahkampf unübertroffen. Das ist wirklich richtig geil gemacht. Das wird jetzt, also erstens, dass der Hauptcharakter stirbt, das ist unfassbar. Und dass es dann weitergeht und wir mit Chris Redfield weiterspielen, ist unfassbar. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin wirklich jetzt in Richtung, ey, das ist krasser als The Evil Within, weil dieser... Oh Gott, das ist unfassbar. Das ist einfach nur unfassbar. Dieser... Oh Gott, ich komme gar nicht drauf klar. Arzneispritze, Medizin, die alle Wunden... vollständig heilt. Umbrella, so hieß es, Umbrella Corporation, genau. Wirkt gegen Ermüdung und schärft die Sinne für Missionen. Ich komme gar nicht drauf klar. Was für... Oh Gott. USM AI, eine mittelgroße halbautomatische Waffe, die Chris zugleich auf Leistung, Feuerrate sowie Genauigkeit getrimmt hat. Eine vollautomatische Gewehr mit kurzgehaltenem Lauf, wodurch es besonders leicht zu bedienen ist. Alter, was für ein Twist, ey, was für ein Twist. Ich weiß, also krass. Lasermarkierer, ein Laser zur Markierung von Zielen. Es muss bis zum Einschlag des Projektils auf das Ziel gehalten werden. Wahrscheinlich, um dann gegen Miranda zu kämpfen. Ey, ist das krank. Geil, Mann. Oh, aber Ethan, ich hoffe nur Rose, das Baby, weil das so viel Macht hat, lässt dann Ethan wieder zum Leben erwecken, weil... Ja, der muss halt wieder leben. Da kann ich sterben, da kann ich tot sein. Einfach das Herz rausdrücken. Hey, sieh mal. BSAA, die können echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Krank, einfach nur krank. Ich komme... Also positiv. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Guckt euch, wie viel Munition wir haben. Unfassbar geil. Die Waffe macht Spaß. Ah, ich dreh durch. Krank, krank, krank. Schön, hätten die nicht mal eher schon Ethan helfen können mit solchen Waffen? Das ist ja unfassbar. Die haben ja gar keine Chance gegen mich. Westliche Route sicher, rücke aus. Verstanden. Aber logischerweise ist es ja auch ein trainierter, krasser Kämpfer, ne? Also das ist auch nochmal was anderes. Wir haben auch keinen Zugriff mehr auf die Map, also wir können keine Karte anschauen. Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Blendgranate, nice. Ah, es ist Luisas Haus ist das. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Finden wir sicher Miranda. Na los. Dann hat Chris Redfield auch noch gesagt, er soll nicht den Helden spielen. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behalte deine Masken auf. Nordwesten frei bis Position 2. Warte auf Befehl.
Jetzt soll ich gar nicht lang. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal einen Cut. Was für eine Aufregung. Ich wollte eigentlich nach dieser Folge aufhören, aber ich glaube, ich kann nicht aufhören nach dieser Folge, weil es einfach viel zu krass gerade ist. In diesem Sinne mache ich jetzt direkt noch eine Aufnahme, aber für euch geht es beim nächsten Mal weiter. Liken, kommentieren, abonnieren. Es muss euch gefallen haben. Also lasst einen Daumen da. Ist einfach mal unfassbar, was hier gerade abgeht. Oh, bitte. Ah, oh, Ethan, was ist denn hier passiert? Ich komme nicht drauf klar. Egal, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool.